Hier haben wir den Snapper 10. Das ist eine kleine Fototasche, die man, wie man das von dem Black Rapid System gewohnt ist, auf verschiedene Art und Weise tragen kann. Hier mit dem großen Vorteil, nicht nur als Tasche am Körper, also hier am Gürtel oder halt eben mit dem Tragegurt, der dabei ist, sondern halt eben auch noch, dass man die ganzen Sachen dann bzw. die Kamera daran verstauen kann. Als Demonstrationsobjekt vorab nicht beschweren. Ich habe hier nur eine kleine Excel im Augenblick, die greifbar ist. Diese Kamera ist natürlich viel zu klein für die Tasche, macht aber nichts. Ganz normal, ne? In der Größe, die ist hier so eingepackt, die lasse ich jetzt auch mal so einfach eingepackt. Also die Kamera, stellvertretend hier, die wird einfach hier reingemacht. Tasche ist sehr gut gepolstert, hat hier noch einmal auf der Vorderseite ein kleines Fach, da wo eigentlich die Kamera reinkommt, im Mittelfach und hier hinten auch nochmal, da kann man also keine Speicherkarten reinmachen oder halt vielleicht ein paar Filter oder wie auch immer. Die Kamera selbst kommt dann halt eben hier rein, das Ganze ist mit einem Klettverschluss super toll verschlossen, wie man hört und wie man sieht. Auf der Rückseite hier eine Schlaufe, die man dann benutzen kann, um die Tasche an der Hüfte zu tragen. Also hier würde dann praktisch jetzt der Gürtel durchgeschoben werden und das Ganze dann halt eben hier einfach an der Hüfte getragen werden. Das ist aber nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist halt eben das Befestigungssystem. Und das Befestigungssystem, das zeige ich Ihnen jetzt nochmal gesondert. Das Befestigungssystem besteht im Endeffekt nur in Anführungszeichen im Prinzip halt eben aus der ganz normalen Schlaufe, die dann um den Hals, um die Schulter getragen wird. Einmal hier diesem kleinen Adapter, eine Handschlaufe ist das. Und einmal, wie man das vom Black Rapid System, vom AirStrap kennt, die Halterung hier für die Kamera mit dem Stativ, mit dem Gewinde. Auf der Taschenrückseite haben wir dann hier so zwei kleine Fächer. Da sind die Gegenstücke halt eben zu dem Gurt drin. Die muss man jetzt nicht mit aller Gewalt hier rausfriemeln. Die sind natürlich fest vernäht, die sind auch gut versteckt. Ganz einfacher Trick ist halt eben einfach, dass man hier oben die Stücke der Schlaufe, der Trageschlaufe dann einfach hier oben ansetzt. Ich mache das mal mit dem anderen. So. Sie müssen ja auch ein bisschen was sehen. Sie haben es einrasten hören. Wenn man die rauszieht, dann kann man sie auch ganz sehen. Das machen wir natürlich jetzt auch noch mit dem anderen. Zack. Kurz reingucken, ich sehe hier nichts, ist alles im Schatten, dank der tollen Beleuchtung, damit Sie was sehen können, auf meine Kosten. So. Na, zack, und klick. So sieht das Ganze dann aus. Das sind die Haken, ganz normale Schnappverschlüsse, wie man die halt eben kennt, auch von Rucksäcken und so weiter. Und dann haben wir hier auf der Innenseite dann noch einmal hier so einen Adapter, so ein Haken ist das. Der ist dafür gedacht, da kommt dann hier also dann der Teil dran, der dann mit der Kamera fest verbunden ist. Warum? Das werde ich Ihnen auch noch erzählen. Und hier haben wir dann einfach nochmal die Handschlaufe, die kommt ganz zum Schluss. Also, wir haben dann jetzt hier die Kamera, die kleine Excel, die ich gerade gezeigt habe. Wie gesagt, die ist nur beispielhaft zu verstehen. Die würde jetzt hier einfach so in die Tasche, macht man das zu und dann hängt man sich das Ding einfach um die Schulter. Da denkt man so, naja, ist ja eine ganz tolle Sache, aber eigentlich im Endeffekt kann ich mir das Ding auch genauso in die Hosentasche stecken. Der Witz ist halt eben der, dass man die Kamera hier mit dem Adapter verbindet. Also da ist hier um die Adapterschraube herum, das ist also gummiert, damit auf dem Kameraunterboden nichts passiert, keine Kratzer und so weiter. Jetzt darf ich mich nur nicht ganz so doof anstellen, den hier auch richtig reinzuschrauben. So. Ha. Wer sagt's denn? Kennt ja doch was. Und das ist das Ding, das Element, was halt eben jetzt dann hier einfach so in die Tasche kommt. Und wenn man die Tasche zumacht, dann hat man hier an der Seite dann diese Halterung, diese Befestigung. Die sichert zum einen natürlich auch die Kamera in diesem Augenblick, wenn ich die rausnehme. Kann ich runterfallen. Auch ganz klar. Zum anderen aber halt eben auch mit der AirStrap-Technik, dass ich dann hier einfach an der Schlaufe entlang, das zeige ich mir gleich nochmal am Körper, hier bei mir, wie das dann aussieht, ganz normal wie ich den AirStrap benutzen kann. Und die Kamera einfach dann, wenn ich das Bild gemacht habe, wieder an der Schlaufe runterführe, in die Tasche mache, zu und gut ist. So, was hat er uns eigentlich gezeigt? Ich habe ihn also jetzt gezeigt in der Nahaufnahme. Wahrscheinlich alles ein bisschen zu kompakt, weil es zu nah dran. Nahaufnahme halt eben auch einmal die Tasche und das ist also der Tragegurt. Ich habe das jetzt beispielhaft einfach mal so umgehängt. Ich würde es normalerweise jetzt so tragen, also über die Brust. Und jetzt mache ich die Tasche auf. Nehme die Kamera raus, führe sie hier an der Schlaufe entlang, ist ja befestigt, nach oben, was Sie jetzt nicht sehen können, mache mein Foto, das Ganze wieder zurück in die Tasche, Tasche zu und das war's. Das ist halt eben die Funktion hier mit diesem Adapter, was ich Ihnen gerade gezeigt habe.
nämlich das Element, was jetzt hier einfach dieser Haken ist, der also an dem Gurt entlang läuft, und dann wird hier einfach dann das Teil reingesteckt, was dann mit der Kamera verbunden ist. Und wie Sie sehen, das ist gesichert, wenn man sich gerade auf den Tisch fallen lässt wie ich, läuft also immer hier am Gurt entlang zur Tasche und wieder zurück. Dann haben wir noch ein letztes kleines Sonderzubehör, was dazu gehört. Wenn ich jetzt also hier die Kamera mit dem Adapter verbunden lasse, dann kann ich also hier noch eine Handschlaufe anschließen. Auch ganz einfach Klick, zack, einmal die Hand durch. Wie Sie sehen, macht die Handschlaufe genau das, was sie machen soll. Hier ist die Kamera, zack, kann mir also auch mal runterfallen oder auch nicht. Ist halt eben dann auf jeden Fall auch nochmal gesichert. Kann auch keiner jetzt hingehen und kann mir die Kamera aus der Hand reißen. Wahrscheinlich schon, aber man kann ja nicht gegen alles versichert sein. Also, das ist der AirSpare 10. Den kriegen Sie ja bei uns inklusive dieser kleinen Handschlaufe, bestehend aus das ganze Set, also die Handschlaufe, der Adapter, die Tasche. Nicht vergessen auch hier, man kann sie auch an dem Gürtel tragen. Und ja, bei uns bei Enjoy Camera.com das ganze Paket ohne Kamera.